Brandmarkungsanweisungen. Ich weiß nicht, ob ich da. Nee, dann, dazu müssen wir in den Zwinger und in den Zwinger will ich nicht. Das zweite Artefakt war weiter oben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier weiter hoch. In Träumen sah ich mich meine Hand gegen mein eigenes Kind erheben. Hat der Autor nicht gesagt? Immer schön die Augen offen halten. Also kann er in der Tat dort wandeln. Was die erhobene Hand angeht, ist ein solcher Akt nicht. Gebietskarte. Okay, du bist hier, das sehe ich. Was ist Nummer 7? Besprechungszimmer. Also wir sind in der Nähe des Besprechungszimmers. 8 ist das Archiv. 9 das Verhörzimmer. Ich würde sagen, erstmal ins Archiv, glaube ich. Kurz ein Leck gehabt. So, einfach mal alles und jeden kalt machen. Ach, das Herz schlägt aus. Also ist wirklich da drin, okay. Sehr gut, er hat nichts gemerkt. Da sind die Brandmarkanweisungen. Gestern Nacht erwischt. Shit. 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt? Komm, komm, komm. Yes. Das Zeichen des Ketzers ist für jene Aufseher reserviert, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, dabei aber die Gesetze nicht gebrochen haben, was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden und werden Hilfe und weder Hilfe noch Unterkunft erhalten. Diese Personen sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei dessen Verbündeten willkommen. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jedermann die Sündhaftigkeit des Gebrandmarkten sehen kann. Die chemische Verbindung reagiert sofort und zeichnet den Ketzer für den Rest seines Lebens. Das Verhörzimmer im Büro des Aufsehers steht für das Brandmarkungsritual bereit. Die zu brandmarkenden Person muss am Verhörstuhl festgebunden und festgehalten werden, wenn das Zeichen eingebrannt wird. Das Zeichen des Ketzers wird im selben Raum aufbewahrt. Okay, Campbell bewusstlos machen. Vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Das heißt, wir müssen da rein und da drin dürfte auch die Rune sein. Oh shit, jetzt haben die den Toten da gesehen. Ich weiß, dass du hier bist. Ich überprüfe, ob die Rune wirklich da drin ist. Ja, verdammt, sie ist da drin. Kann ich da erstmal reingucken? Ja. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, den Straßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen, das ist alles. Gut, gut. Und ihre Nichte Kalliste, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Ah, das ist Glas vom Gift zu Campbell schieben. Kombiniere die beiden Gläser miteinander, dann vergifte ich beide. Gläser ausschütten. Ich glaube, ich würde eher das Ausschütten machen. Kalista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres. Da ist die Rune. All dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort. Zeit für einen Drink. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Verdammt, ich bin auf der falschen Seite. Obwohl, wenn ich die Betäubungsbolzen nehme. Lassen Sie mich mal sehen. Keinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht.
Nein. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Okay. Es stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Wo ist er? Sie. Yes. Lass mir die Energie noch nehmen. Jetzt schnell zu Campbell. Yes, wir haben alles. Was nun? Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal den Finger bekomme. Soll ich ihn töten? Hey, aufwachen! Wo hörst ist du? Er? Verdammter Hund! Waffen zu mir! Jetzt erledige ich einfach alle. Dann was soll's. Soll ich Campbell erledigen? Weil er ist jetzt nur bewusstlos. Ich hab genug, ich hau ab. Moment. Ich schau uns mal die Ziele an. Neutralisiere. Da, eliminiere. Na, nicht tödlich. Setz neben... In den... Ah, Stuhl im Verhörzimmer. Okay. Neue Aufgabe, alles klar. Ah, jetzt weiß ich, was wir vorhaben, okay. Wo bist du? Attentäter, Hilfe! Umzingelt ihn! So, du Spinner! Ja. Aus der Schusslinie! Komm du auch noch her? Ich will dich den Hunden zum Fraß vorwerfen. So. Ja, ich weiß, was wir vorhaben. Und zwar werden wir ihn... Ah, Schlüssel zum Verhörzimmer, das ist cool. Wo war das Verhörzimmer? Ich überlege gerade nochmal. So, den nochmal auslöschen. Da liegt noch was. Ah, cool, nochmal 100 Münzen. Verdammt, ich hab vergessen, wo das Verhörzimmer ist, gell? Obwohl wir es jetzt eigentlich relativ weit geschafft haben. Kann sein, dass es hier ist. Ein Archiv. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Interrogation Room. Ich vermute mal, dass es das hier ist. Ich werde ihr noch einmal schauen. Sie muss es verstehen. Ja. Ja, ja. Du rufst niemanden. Okay, Campbell holen. Dann wieder hier hin. Wachen dürfen ja alle soweit erledigt sein, die hier sind. Genau, ich habe euch jetzt überhaupt gesagt, was wir vorhaben. Nein. Genau, unsere Aufgabe ist es jetzt einfach Campbell, um nicht gesehen zu werden, ins Verhörzimmer zu tun und ihm das Brandmarkungszeichen in die Stirn zu setzen. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Was ich nicht so verkehrt finde eigentlich, weil dann weiß er nämlich, wie es ist. Wir sind im Verhörzimmer. Den Schlüssel haben wir ja. So, Campbell.
Weißt du, wirst du sehen, wie sich das anfühlt? Oh, wir haben schon genug Heiltränke. So, passt das wieder? Okay, was müssen wir jetzt machen? Ah, Zeichen des Ketzers, das ist da oben. Ah, dafür haben wir Schlüssel gebraucht, okay. Da liegen noch Bücher und alles. Lass ich aber mal alle möglichen Bolzen mitnehmen. Da liegt, da ist noch was. Über das, okay, brauchen wir nicht. So. Ich schnell runter und ihm das einfach knallhart in die Stirn setzen, ey. So. Jetzt legen wir los. Oh, schön eingebrannt. Ziel neutralisiert. Campbell, das war der erste. Okay, Samuel im Hinterhof treffen. Ich weiß nicht, wie viele Wachen hier noch rumrennen und wie viele wir erledigt haben. Ah, da will ich nicht raus. Im Hinterhof, okay. Ja, die Mission war nicht allzu schwierig. Und ich hab's halt eher auf die ruhige Methode gemacht. Ich meine, das Spiel bietet sie auch an und ich finde es eigentlich auch ziemlich klasse. Zack. Deswegen habe ich das natürlich auch direkt genutzt. Hier ist niemand mehr. Okay, wie komme ich in den Hinterhof? Ah, okay, von hier. Ja, in den Hinterhof. Wir haben ja alles eigentlich soweit gemacht hier. Sehr schön. Campbell dürfte dann somit sein... ja, seine Strafe erhalten haben. Und das Tagebuch haben wir ja mittlerweile, glaube ich, auch. Das haben wir ja auch aufgehoben. Und dürften jetzt eigentlich alles haben. Kernow ist, hat überlebt. Dem haben wir nichts getan. Ja, eigentlich sind alle Aufgaben erledigt worden. Ich bin sehr zufrieden. Moment, erstmal. Da ist noch ein Artefakt. Da ist noch ein Artefakt und da ist noch eine Rune. Die Rune will ich auf jeden Fall, weil die hier unten ist. Okay. Ja, das ist da drin. Die Rune. Verdammt. Boah, noch ein Hund, ey. Alter. Yes! Werkstattschlüssel. Das müsste der sein für da drin. Also für das Ding da. Noch die Tür finden. Und jetzt? Yes. Ah, verdammt. Okay, irgendwo wird auf mich geschossen. Verdammt. Egal, ich will da rein.
Bergstart. Alles mitnehmen. Da ist sie. Wow. Wo wurde ich bitte abgeschossen?